Ehrlich jetzt. Guten Morgen. So, Wetterbericht. So, willkommen bei Gute 5. Morgen. Ach, Mann, ey, was denn auch sonst? Na, sag, ich fühle, sind neue Zuschauer hergekommen. Ja, sind heute neutral. Wir sind auch Gott sei Dank dem vom Land. Willkommen beim Levon. Die meisten Städte haben einen Kalender der Jahreszeit mit ihren Gemeinschaftswahlen. Es ist sehr ratsam, diesen hin und wieder zu prüfen. Dann weißt du den Bescheid, was für eine Gemeinde so vor sich geht. Und wir für einen Blick auf die Jobangebote. Okay. So, wo ist, wer ist Shane? Wer ist Shane? Ich weiß leider nicht, wer Shane ist. So, was wir trotzdem machen ist, wir säen dir trotzdem ernten, was wir säen. Oh, guck mal. Ja. So, jetzt erstmal mit. Nehmen wir alles mit, sehr stark. Und, oh, Blaubeeren. Schau mal. Habt ihr echt mal vergessen, anscheinend zu gießen oder so. Bisschen schade eigentlich. So, den Hopfen behalten wir mal, weil den Hopfen brauchen wir eh. Später wahrscheinlich nochmal für irgendwelche Dinge. So. Oh, die gute Tomate kann ich nicht reintun. Und das? Pflaume. Okay. Die gar nicht verkommen, ehrlich gesagt. Gewürzbeere. Komm, die verkommen wir mal. Weil die ist ja eh hier. Dass man die finden. So, die tun wir da nochmal rein. Das Gelee können wir auch mal verkaufen. So. Und jetzt gucken wir mal nach der Mayonnaise. Ihr seid ja schon raus. Ja, hi. Hier unten nicht noch ein Chicken? Nee? Ah, da sind sie alle. Ja, hi. Ja. Jo. Ah, geil. So. Machen wir es jetzt mal so. Weil einmal das Ei und wir müssen eine Kiste machen. Ah, ich muss so viel machen. Nicht so viel machen. So, das Mayonnaise-Ding hier verkaufen wir gleich. Hallo? Wenn das so viel bringt. So, und dann behalten wir mal die Eier. So, jetzt Eier, wir brauchen Eier. So, jetzt holen wir mal den Hammer hier rein. Ziehen wir das einmal. So, gut. So, erstmal eins nach dem anderen gießen, von oben nach unten. So, einmal dies, einmal jenes. Einmal das. Einmal die Sonnenblumen noch. Ob die jetzt natürlich nochmal werden in den 8 Tagen. Na, sind ja nicht mehr, sind ja nur noch 6. Bezweifle ich ehrlich gesagt, aber egal, das ist es wert. Dafür die Melonen, dafür haben wir hier mega viele Melonen, ey. Melonen. So. Einmal das hier. So. Sollten wir hier oben weiter gießen auf jeden Fall. Jetzt sind wir. Ja, toll. Ganz groß Kino. Ja. Komm, dann gießen wir gerade hier weiter. So. Dass wir das haben. Okay, dann haben wir hier alles. Dann haben wir die hier. Hallo. Stark. So. Genau. Und hier. Dann dort. Yes, dann die nächsten 3. Ja, dann die hier. Dann da. Genau. Dann, ja, genau, das war sinnvoll. Alter. So. Kann echt nicht gießen in dem Spiel, ne? Das ist mir schon aufgefallen, wirklich. Das ist mir wirklich schon extrem aufgefallen, einfach. Dass ich dieses Gießen einfach echt am wenigsten hier hinbekomme. Ich weiß nicht warum. Wenn ich einfach zu konzentriert. Einfach nicht drauf habe. Was kann ich eigentlich? Das frage ich mich eigentlich immer wieder. Oh, ich habe. Oh. Hätte es ja auch noch nicht gekostet. Ich dachte gerade, ich bin schon fast fertig, aber. Ehrlich gesagt, bin ich ja noch gar nicht fertig. Ja. Sinnfrei. Ergibt echt wenig Sinn, wenn ich das immer in so einem komischen Dings mache. So. So. Dann haben. Hallo. So. Alles klar, Herr Kommissar. So, weiter geht's. Alter. Einmal hier, einmal jenes. Genau.
So. So, so, so. So und so. Also, dieses. So. Oh, ist anstrengend manchmal. Echt, dieses Gießen ist, finde ich manchmal sehr anstrengend. So, jetzt holen wir. Jetzt holen wir die Geoden raus. War folgendes. Diese Hühnerstatue, ich finde die so geil. Die Geoden sind nicht hier. Ne, dann sind die da oben, glaube ich, drin, ne? So, was wir jetzt noch machen können, ist auf jeden Fall Kupfer mal reinballern. Baller, baller, baller. So, richtig viel Kupfer erhalten. Das Problem ist ja immer, dass wir, glaube ich, 10 Kupfer für die Schmelze da reinballern müssen. Ich glaube, 5 bei Eisen und ich weiß gar nicht, wie viel bei Goldbarren. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, wir hatten eigentlich einen Goldbarren, aber anscheinend haben wir keinen. So, wer bist du? Bist du Shane? Sam, okay. Hab jetzt nicht durchgelesen, sorry, weil mir der Name. Hier, okay, nichts drin. Das ist Lea. Hey, Lea. Hey, Lea. Und Müll. Klasse. Egal, können wir wieder. Ich war ja noch gar nicht unten. Du bist Alex, ne? Ja. So, jetzt gucken wir hier gerade nochmal. Guck mal. Toll. Krebschen. Oh, guck mal, schon wieder hier. Wollen noch mehr Leben. Ach, Mann. Oh, der Regenbogenmuschel. So, so eine Seegurke haben wir auch, so eine Mega. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Scheiße, jetzt muss ich da schnell hoch. Und ich bin am anderen Ende der Stadt. Oh Mann. Schneller, schneller. Los, 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 los zum Zug. Aus dem Weg. Stell mir das so lustig vor, weißt du? Hört einer den Zug am Ende der Stadt so weg und rennt wie von der Tatarantel gestochen quer durch die Gegend. Schubst alle möglichen Omas um, haut alles weg, weißt du? Hört auf zu essen, schmeißt es auf den Boden, rennt einfach los wie bekloppt und sowas. Hauptsache, weg da! Hauptsache, er kriegt den Zug. Nein, es ist schon wieder 14 Uhr. Kann doch nicht sein. Oh, und da sind schon wieder Würmchen. Kriegt die Geoden aber auch nie weg, oder? Abigail. Das war aber jetzt schnell, ey. Das war jetzt echt schnell. Warum fällt dir nichts runter? Heute ist doch neutrale Stimmung hier. Guck mal hier, die Sonne. Joja sucks. Du sagst es. Ja, Mann, ganz genau. Wieder fällt nichts ab. Gar nichts. Die Leute, die hier drin sitzen, müssen sich auch denken, ey, was will der bekloppte Typ da nehmen? Und toll, gar nichts. Wofür bin ich jetzt da hingerannt? Ach ja, stimmt. Mann, ey. So, jetzt versuchen wir nochmal schnell da runter zu rennen. Aber die Würmchen können immer noch Würmchen sein. Noch schnell zum Schmied. Komm, 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 komm. Ah, ich muss loslassen. Komm. Komm, schnell da runter. Schneller. Schneller, schneller. Noch 30. Komm, wir haben es gleich. Schaffen das. Ah, das schaffen wir. Yes. Schöne Abkürzung genommen. Runter. Oh, geil. Und? Was ist das denn? Gunther. Toll. Egal, aber Gunther kann uns das erzählen. Alles klar. Danke, Herr Kommissar. So, und wir haben wieder Eisen zum Auffrischen. Guck mal, was hier drin ist. Okay, da ist nichts drin. Nein, das sehe ich auch dann. Dieses Ding so merkwürdig. Erdkristall. Der schmeißt einfach einen Erdkristall weg. Der ist ja des Wahnsinns. So, hallo, Gunther. Ah, den Museum spenden. Das hier? Joa. Das da? Yay, neuer Ballon. Das war's.
So, mal sehen, was wir jetzt von dir bekommen. Dr. Futanbär kann in dem Haus platziert werden und singender Stein lässt einen puren Ton ertönen, wenn er geschlagen wird. Okay. Steht eigentlich Müll dran? Müll. Das hätte. Wenn ich Joja-Cola umwandle? Das wäre jetzt mal interessant herauszufinden. Ob das geht. So, komm, wir holen jetzt die Würmchen. Ey, wir haben. Was wir hier zu tun haben heute. Ah, nach B, von Z nach Y und. Das ist ja Wahnsinn, ey. So, gerade mal was getrunken, Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, wer Shane ist. Okay, wir machen so. Wir gehen heute Abend zum. Ah, ich glaube, Shane ist der mit der. Der Penner, oder? Der Penner, Entschuldigung. Also nicht oben der, sondern der andere. Gucken. Ah, das kann sein. So. Habe ich noch. Ja, ich habe noch Platz, okay. Weil wenn das jetzt hier Steine sind oder so, ist nicht so schlimm, aber wenn das irgendwelche anderen Dinger sind. Jetzt oder ein Buch, ist ja auch cool. Hallo. Hallo. Es ist ein Buch. So. Sehr gut. Ja, ein Buch gefunden. Toll. So, gehen wir rein. Wir gehen jetzt ganz kurz uns entspannen. Im Spa. Es könnte mal echt regnen, ey. Wir hatten echt so ein Pech bisher im Sommer mit Regen. Ist so Frühling hat es nur geregnet und wahrscheinlich auch im Herbst wird es nur regnen. Sommer fast gar nicht. Kein Regen hier. Überhaupt nichts. Regen sagt einfach mal so, nö. Weißt du? Und nein, ich regne jetzt hier nicht. Habe keine Lust zu regnen. Ja, okay, ist so in Ordnung, Sommer. Ich will mich nicht beschweren, Alter. Was muss das für ein riesiger Teddybär sein? Kann in deinem Haus platziert werden? Großer Futanbär. Möbel. Es geht auch noch als Möbel, das Ding, ey. Unglaublich. Schon riesig, das Ding wahrscheinlich. So wie es alles wirkt. Ah, voll. Sehr gut. Dann raus hier. 19 Uhr schon wieder. Schäde. Alter Schäde. 19 Uhr in diesem krassen Spiel einfach. So. Mal runter und raus und so. Und dann gucken wir mal weiter noch. So, alles klar. So. Haben wir jenes? Haben wir das? Okay. Nur der Hund, der ein bisschen rumheult. Ich hab grad überlegt. So. Dann machen wir hier wieder zu. Oh, warte mal, wenn wir jetzt hier wieder Dings haben. Mein Handy hatte gerade geklingelt. Nein, also nicht mein Handy, sondern ich wurde gerade kurz was gefragt und ja, musste ich natürlich kurz zuhören, deswegen sorry dafür. Okay, Weizen. Will der jetzt nur ein Büschel haben? Ich bringe jetzt mal nur so ein Büschel mit. Mayonnaise tun wir hier rein. Den anderen Kram behalten wir jetzt gerade mal. So, warte mal, dann tun wir hier das noch rein, das noch rein. So, mehr können wir jetzt eh nicht mehr reintun, außer noch natürlich das Restliche hier hin. Dann können wir das nochmal hier hin tun. So, warte mal, wenn wir jetzt die Joja-Cola haben, ich glaube, das habe ich ja schon mal versucht, ne? Ne, okay, geht nicht. Dann tun wir das hier rein und dann tun wir hier auf jeden Fall das Eisen rein. So, jetzt gehen wir runter in die... Alles klar, gut. Hammer, fertig. Tun wir das runter, gehen wir runter zum Shane. So, jetzt habe ich sie da. Sorry. gehen wir runter zum Saloon, genau. Stardrop Saloon. So, und das dürfte doch Shane sein, oder? Das ist Shane. Oh, also du hast mein Gesuch gesehen. Die Notiz sieht perfekt aus. Mal sehen, hier ist sein Geld. Geil. Haben wir echt hingekriegt, Lieferung. Nice. Geil, ey. So, jetzt ist die Frage, können wir eigentlich einen Käsepresse-Kurve laden? Ich überlege gerade Zeit, ob wir Dings bauen.
Ach komm, aus drei Kupferbarren können wir Naturgut machen. Können wir Eisen machen. Oh, wie geil. Wie cool ist das denn bitte? Ist ja sehr fett. Okay, ja, geil. So, dann sind wir, glaube ich, hier durch für heute. Echt, ey. Echt durch, 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 durch. Geh wieder mal. Haben wir irgendwie noch Müll? Nee, okay. So, dann sortieren wir gerade hier nochmal. So, weil wir brauchen auf jeden Fall die Eisenbahn, die Kupferbahn erstmal. So, das haben wir. So, gut, dann warte mal. Wie können wir das noch hin tun? Sehr gut. Dann können wir diese komischen Schätze da, die wir jetzt da haben, die können wir jetzt mal hier reinballern. Ich muss mein Haus unbedingt vergrößern. Ey, es nützt alles nichts. So, dann tun wir mal die ganzen Sachen, Dinger hier jetzt mal verkaufen, weil Gründe, dass sie mal wegkommen jetzt. Nein, das bleibt drinnen. So, warte, dann haben wir hier doch noch. Nee, da haben wir kein Lehm. Hier haben wir Lehm, ne? Dann haben wir hier Lehm. Dann tun wir in die Abenteuerkiste noch die Joja-Kohle. Ah, da haben wir zwei. So, okay, und die Kohle und der restliche Eisen tun wir hier rein. Das wäre jetzt hier. Warte mal, sind hier Steine? Nein, Steine kommen noch hier hin. Auch noch in die Abenteuerkiste. Steine da. Das verkaufen wir jetzt einfach mal. Ah, weg kommt das Zeug, ey. Also, verkaufen. So, den Erdkristall, den tun wir hier noch hin. Den brauchen wir nämlich auch. Und jetzt gehen wir runter. Moment. Wo habe ich eigentlich die... Da. So. Ganz kurz. Jetzt gehen wir nochmal runter und gucken nach den Fallen, was da drin ist. Wenn da drin jetzt wieder so Bäume oder so wären, das wäre natürlich auch cool. Können wir alles nicht abhacken. Das ist so doof einfach. Ich hätte echt eine bessere Spitzhacke. Ich brauche da eine eigene Spitzhacke. Das ist einfach doof, ist das. Doof. Einfach doof. Mann. So. Okay. Wo haben wir denn? Ach ja. Oh, was sind da? Eine Schnecke. Was ist das? Euer Volk. Da sieht man. Strandschnecke. Ne. Eine winzige Süßwasserschnecke, die in einer blauen Muschel lebt. Geil, ey. Eine weitverbreitete Weichtier, das in prallförmiger Muschel lebt. Ja, stimmt. Und eine Brille. Lebt der Typ? Der da lang geht. Das finde ich jetzt mal super merkwürdig. So, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Dann gehen wir jetzt gerade nochmal runter an den Strand. Wir müssen unten die Dinger nochmal füllen. Vergessen, ey, die noch zu füllen, ey. Oh, komm, das kriegen wir auch noch hin. Ich glaube, dann haben wir auch alles für heute, oder? Dann haben wir hier alles geholt. Die freuen sich aber, ha? Die haben ja echt Bock hier. So, ich glaube, hier haben wir alles gut. So. Alles klar. Zurück. Strandschrecke 9, Erfolg haben wir freigeschaltet. Sehr geil. Okay, so. Okay, wahrscheinlich muss ich die Folge dann auch noch mal speziell schneiden. Natürlich super leid tut, aber es ist so, ich kann es nicht ändern jetzt. Ist jetzt halt so. Und ja, also gehen wir schlafen. Oh Gott, es ist spät. Oh Gott, es ist spät. Es ist spät im Spiel. Alles klar? So. Okay, dann haben wir das und schlafen gehen. Direkt schlafen gehen. So, gute Nacht, Dick. Alter. Oh, 1000? 2000. Was? Alter, die 1000 so. Was? Ist das ja alles nicht so geworden? 2000? Nice, ey. Was ist eigentlich Minenarbeit?